Wo laufen die denn rum? Was macht die denn da oben? Ach, das waren die. Our infantry is lost. Look, the 7th Regiment squads are attacking the Italians from the southwest. Orders? Italian howitzers threaten to pulverize the boys of the 7th Regiment. We must eliminate them. New task. Reinforcement points received. Commander, you can airdrop an assault force into the enemy rear where the howitzers are. Use our planes. Under fire. Report, we're all ready. Artillery strike is ready. Right, Benz. Roger that. Infantry is lost. Our troops are under fire. Our troops are under fire. Orders? Roger that. Affirmative. Troop carrier is ready. Our tank is destroyed. Task complete. Excellent. The howitzers have been neutralized. Allied forces are now under your command. Affirmative.
Steady moving. Ja, so groß ist die Reichweite auch wieder nicht. Okay. Also theoretisch wäre es natürlich schon so groß die Reichweite, aber im Spiel halt nicht. This is FUBAR. Yes, sir. Reporting. Affirmative. Ach guck mal, hier ist die Wegfindung meiner Infanterie ist so schlau, dass sie lieber hier durch den Graben geht, um Deckung zu haben, als den direkten. Ja, das ist schon mal gut. Ready for action. Ist halt schade, dass man die nicht bewegen kann. Ich habe scheinbar wirklich keine LKWs oder sowas, um die anzuhängen und mitzunehmen. Wobei, das ist eine relativ kleine 3-7er Pack, die wird sowieso meistens für eine Infanterie gezogen. Ready. Das Panzeranklopfgerät. Yes, sir. Report it. I need a break. Roger. Our troops are under fire. Troop carrier is ready. Roger. Orders. We're already moving. Finish him up. Artillery strike is ready. News are gone. Ready. Roger that. Finished him off. Task complete. The outpost has been captured. We are on the brink of victory. New task. All that's left is to hoist the Union Jack over the Italian camp. On our way. Congratulations, Commander. You have successfully completed the operation. Our infantry losses were within acceptable limits. Command will recommend you for decoration. Task complete. Das geht hier irgendwie mal. New task. Commander, we've gathered all the prisoners. What do we do with them now? Ja, was what? Waste provisions and guards on them in POW camps? Let's just shoot them right here. But this violates the Geneva Convention. Tell that to my father, who never returned from Dunkirk. Ready. Or to the fathers and brothers of Nelson and Pierce and James and Thomas. Commander, you must make your decision. My lower your weapons. Gone. We'll send them to the POW camp. Also das ist ja noch schwachsinniger. Also das complete. You've made the right choice, Commander. Even in times of war, we must act like humans. Ja, ist klar. Ein Bullshit. Not only British, but also Australian, Indian, Free French and Polish forces fought for this victory. This brought the Allies new hope and lifted their spirits after the defeats in Poland and France. The Allied forces developed their offensive and pushed the Italians back several times. Now they are already on Libyan territory. Also erstens hat den Alliierten schon sehr viel Mut gemacht, dass die Deutschen sich 41 bei Moskau festgerannt haben, zurückziehen mussten und in der Winteroffensive der Russen einen unheimlich hohen Verlust erlitten haben. Die Niederlage von Stalingrad war endgültig die Wende des Krieges und die Schlacht von El Alamein ist weitgehend bedeutungslos. Der nordafrikanische Kriegsschauplatz ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das haben die Deutschen da ja auch nie großartig Truppen für abgestellt. Eh viel zu viele
Das war nur im Prinzip, um die Amerikaner, also erstmal nur die Engländer uns zu bespaßen. Und halt wegen den Italienern, weil die in einer Tour rumgeweint haben. Okay, das ist jetzt, warum kann ich das jetzt, warum wird das jetzt mir jetzt immer noch angezeigt? Ich habe das auch gerade geschafft, okay. Da haben wir offensichtlich noch einen schönen Bug gefunden. Gut, macht nichts. Wir kommen mal zum Fazit. Also mal abziehen davon gerade eben, dieser Bullshit mit dem, ob wir jetzt Kriegsgefangene erschießen sollen. Also ich weiß nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Also erstens, natürlich wurden haufenweise Kriegsgefangene erschossen von beiden Seiten. Die Amerikaner haben keine Gefangene gemacht, wie die da gelandet sind in Nordafrika und erst recht keinen, wie sie in Normandie gelandet sind. Fallschirmjägerverbände nehmen keine Gefangenen. Was sollen sie denn auch mit denen? Also die können die eh nicht bewachen. Es wurden immer im Krieg haufenweise Kriegsgefangene erschossen. Da hat jeder auf die Genfer Konvention geschissen, auf gut Deutsch. Weil das halt einfach taktisch, strategisch gar nicht anders ging. Was ist denn das jetzt eigentlich? Bei dem Anfang des Krieges, aber die Karte ist auch wieder Bullshit. Also entweder sind wir in der Schlacht von El Alamein. Dann ist immer November, glaube ich, 42. Dann ist die Grenze garantiert nicht hier. Dann ist Jugoslawien, Griechenland und Kreta in deutscher Hand, genauso wie ein Teil von Nordafrika, beziehungsweise eine Hand eben der Achse. Dann steht die Achse, hier ist Leningrad, Ladoga-See, stehen die deutschen Armeen, auf dem Kaukasus stehen wir auch noch zweifelig. Also hier, grob gesagt, quer rüber. Also die Grenze ist auch Bullshit. Aber auf jeden Fall, es wurden natürlich immer Kriegsgefangene erschossen. Aber wenn es irgendwie ging, hat man Kriegsgefangene nicht erschossen. Sondern hat sie in Kriegsgefangenenlager abgeführt. Es gibt unheimlich schöne Filme, also Wochenschauaufnahmen von englischer Seite, von diesen italienischen Kriegsgefangenen, die strahlen, die lachen, die frohlockend in Kriegsgefangenschaft marschieren. Tausende in Nordafrika, nachdem sich ein Alliierter gezeigt hat, weil die Italiener überhaupt keinen Bock auf den Krieg hatten. Der Mussolini, der alte Fettsack, war der einzige Italiener, der so bescheuert war, dass er diesen Krieg wollte. Alle anderen Italiener haben gedacht, was ein Scheiß, da haben wir keinen Bock drauf. Bei jeder Gelegenheit haben die Waffen sofort von sich geworfen und haben sich ergeben. In Nordafrika war das teilweise schon absurd. Da haben sich so viele Italiener und so wenigen Alliierten ergeben, dass die Alliierten überhaupt nicht genug Soldaten hatten, um die Italiener zu bewachen auf dem Weg in die Kriegsgefangenschaft. Da haben die Italiener sich selbst bewacht. Egal, also ich kann, also jetzt mal abgesehen davon, ich kann die italienischen Soldaten ja verstehen. Wenn ich die Gelegenheit hätte, mich in entspannte Kriegsgefangenschaft zu begeben, würde ich für so einen bescheuerten Krieg auch nicht den Arsch hinhalten. Ich würde ja auch machen, dass ich Land gewinne. Also, menschlich gesehen, absolut nachvollziehbar. So, aber Fazit zum Spiel. Ich sehe hier ganz viel Licht und Schatten. Erstmal grundsätzlich, die historische Recherche ist so unfassbar kacke in diesem Spiel. Das ist schon so absurd teilweise und so schlecht gemacht, dass man sagen muss, wirklich, ja, die haben wirklich den Praktikant von Creative Assembly, von der Total War-Reihe geholt, der sollte das die erledigen. Gut, das schieben wir jetzt mal an die Seite. Das haben wir, da brauchen wir überhaupt nicht weiter drüber zu reden. Das ist in jeder Hinsicht kacke. Das ist, was die Fahrzeuge angeht, das ist von den Kämpfen, von diesem wirren Modus, mit diesen komischen Schlachten, mit diesen komischen Aufträgen, bis hin zu dieser absoluten Absurdität gerade eben. Bis Amerikaner, die 1940 in Nordafrika kämpfen, laut dem Spiel, aber die Schlacht, in der wir dann teilnehmen, im November 2. Beziehungsweise die zweite Schlacht von El Alamein war im November. Die erste war im Juli, aber auch 42. Also egal, wie man es dreht, wendet, das ist halt Quatsch. Gut, wenn wir Amerikaner spielen, dann spielt man irgendwie so eine Art dritte mit irgendwie doch Amerikaner, weil wir hatten ja gerade offensichtlich amerikanische Flugzeuge. Egal, wie gesagt, alles egal. Ja? Also das Historische brauchen wir nicht weiter reden, schieben wir an die Seite, können wir frühstücken. Spielmechanismus. Die Karten finde ich relativ klein, aber okay, ist in Ordnung. Ich verstehe halt nicht, warum wir hier keine Transportfahrzeuge haben, Fahrzeuge, also diese Geschütze und Packs nicht anhängen können, das hatten wir alle schon Teil 1 und 2. Also da haben wir in vieler Hinsicht massiven Rückschritt. Infanterie kann sich nicht eingraben. Wir haben keine Mörsertrupp-Infanterie. Also hier fehlt unheimlich viel. Es fehlen generell unheimlich viele Einheiten. Verschiedene Panzer und Fahrzeuge. Hier ist sehr viel gespart worden, will ich mal behaupten.
Das Spiel stürzt häufiger mal ab, hat Verbindungsprobleme. Ich habe den Eindruck, das Spiel will permanent mit dem Internet verbunden sein, mit irgendeinem Surfer, und wenn der laggt oder Verbindungsproblem, also Verbindungsabbruch ist, warum auch immer, dann hängt sich das Spiel auf. Das finde ich auch nicht unbedingt sinnvoll, gerade wenn man Singleplayer spielt. Aber wir haben hier anscheinend so eine Art Mischmodus, was Multiplayer, Singleplayer angeht. Sonst hätte ich ja bei den Deutschen nicht dieses seltsame hier Scharmützel gegen Multiplayer oder so. Finde ich auch irgendwie unschön gelöst. Das hätte ich lieber sauber getrennt im Menü gehabt mit Multiplayer und ein sauberer Singleplayer. Positiv finde ich auf der einen Seite, dass hier mit der Karte, dass wir uns so Schlachten raussuchen können. Es ist halt irgendwie sehr chaotisch. Ich hätte das lieber ein bisschen chronologischer gehabt, wenn die es doch ja schon trennen, den Anfang des Krieges, Mitte des Krieges, Ende des Krieges. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie Kriegsschauplätze wie Narvik, warum sie komplett Niederlande, Belgien, ja, hier eben Emael, das haben sie alles komplett weggelassen. Hier die Anfangskämpfe in den Niederlanden, Belgien, die Maschinolinie. Also die haben, den Balkan haben sie irgendwie komplett weggelassen, die Kämpfe in Griechenland. Das sind ja alles wirklich spannende, wenn man das einfach mal so sehen will. Ja? Also jetzt als Gamer sind das ja wirklich spannende Kriegsschauplätze, wo man wirklich schöne Missionen hätte machen können. Das verstehe ich nicht, warum man die weglässt. Aber okay, also grundsätzlich finde ich das hier mit dieser Karte und mit den Schlachten anklingen, finde ich eine schöne Sache und schöne Idee. Auch, dass man so ein Pool hat aus Fahrzeugen und Truppen, die man sich zusammenstellen kann, mitnehmen kann, dass sie mehr Erfahrung bekommen, das finde ich alles ganz hübsch. Dass die Einheiten, selbst wenn sie vernichtet werden oder getötet werden, trotzdem im Pool bleiben und Erfahrungspunkte bekommen, finde ich zwar ein bisschen seltsam, aber für den Spieler eine Erleichterung. Insoweit finde ich das okay. Ich fand die Karten zwar klein, aber ich fand sie ganz hübsch dargestellt, von den Bäumen, auch von den Details mit dem Strom, die Schadensmodelle von den Gebäuden, gerade von den Scheunen oder so, die völlig sinnloserweise, aber egal, von leichten Panzern zusammengefahren werden, wie Bäume umfallen, Krater auf der Karte und sowas. Also das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht herausragend, aber es ist solide, es ist okay. Generell ist es ein, ich würde sagen, es ist ein solides Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg. Es ist nicht mal in der Nähe von der Top 10. Es ist irgendwo im Mittelfeld. Es hat einfach zu viele. Also, wenn es jetzt irgendwie so ein selbstgemachtes Science-Fiction- und Fantasy-Spiel wäre, dann würde ich sagen, es ist okay. Ja? Weil dann würde dieser Lore, also dann würde dieser historische Background eher komplett rausfallen. Dann könnten die machen, was sie lustig sind. Aber sie wollen es ja im Zweiten Weltkrieg spielen lassen. Sie legen da ja Wert drauf. Und dann sollten sie es aber gescheit machen. Und das haben sie aber nicht. Deshalb ist das halt in meinen Augen ein Minuspunkt, wie sie es gemacht haben. Von den Features und von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist, denke ich, wollten sie wohl in die Richtung der Company of Heroes-Reihe, sie wollten wohl eher in diesen Mainstream-Casual-Arcade-Modus, wie auch immer man das nennen will, rein, um eine breitere Gruppe an Spielern anzusprechen und nicht unbedingt diese Hardcore-Realistisch-Fans, die man vor allem mit Blitzkrieg 1 ja angesprochen hat. Das haben sie aber meiner Meinung nach nicht gescheit hingekriegt. Also wenn die das wollen und ich vergleiche das mit solchen Spielen, dann sind das drei Spiele, mit denen ich das vergleichen würde. Company of Heroes 1, Company of Heroes 2 und Man at War. Und jedes dieser Spiele ist besser. Sowohl optisch, von den Karten, vom Skript, von der Story, von den Einheitenauswahl, von den Einheitenfähigkeiten, von der Darstellung auf dem Schlachtfeld. Also als Echtzeitstrategiespiel im Zweiten Weltkrieg würde ich sagen, es ist in Ordnung. Es ist nicht total schlecht, sonst hätte ich ja nicht mehrere Videos gemacht. Wenn das richtig schlecht wäre, hätte ich nach einem Video schon die Faxen dicke gehabt, hätte gesagt, nee, komm, Stempel drauf und weiter. Ich habe ja mehrere Videos gemacht. Das heißt, einen gewissen Spaß hatte ich ja schon dran. Es ist halt Zweiter Weltkrieg, Echtzeitstrategie, Fast Food, wenn man das mal so. Es ist so ein, das kann man mal spielen. Ich würde das jetzt nicht zum Vollpreis kaufen. Wenn das mal im Sale ist, kann man das ruhig mal mitnehmen als Fan von diesem Genre. Einfach um die Zeit zu überbrücken, bis halt, keine Ahnung, Man of War 3 oder Company of Heroes 3 oder sowas rauskommt. Wenn einem diese Art von Dings gefällt, Echtzeit-Strategiespiel. Wobei Man at War ist sogar noch eher an den alten Blitzkriegsspielen dran, weil es tatsächlich noch mehr Mikromanagement drin hat. Also wie gesagt, es ist kein schlechtes Echtzeit-Strategiespiel, es ist aber auch kein wirklich gutes, es ist irgendwie so befriedigend. Befriedigend bis ausreichend. Wenn sie es nicht im Zweiten Weltkrieg angesiedelt hätten, sondern in ihrem eigenen Fantasy- oder Science-Fiction-Universum, dann hätte ich es bei befriedigend Richtung gut angesiedelt. In 2, 3 Updates haben die vielleicht den Quatsch mit diesen Internetverbindungen raus, es stürzt nicht mehr so oft ab,
dann ist es wirklich 2 bis 3 in Schulnoten. So ist es halt, weil sie es im Zweiten Weltkrieg haben wollen und da drin halt ziemlich versagen in dieser Darstellung, würde ich sagen, ist es 3 bis 4 in der Schulnote. Ja. Also ich finde, wir brauchen jetzt auch hier nicht mehr weiter viel zu sagen und zu machen. Ich kaufe es mir irgendwann mal. Ich hoffe, dass bis dahin noch ein paar DLCs raus sind, die das ganze Spiel noch ein bisschen runder, weiter ausbauen, voller machen. Im Moment wirkt das so ein bisschen wie eine frühe Beta irgendwie von dem Spiel. Es ist noch nicht aller Content und Features drin. Es ist noch nicht ganz stabil. Aber man würde bei einem Arbeitnehmer, würde man sagen, er war stets bemüht. Also ich warte mal ab, bis es soweit ist, bis ich es habe. Und dann mache ich ja nochmal Videos und dann gucken wir mal, wie es bis dahin entwickelt hat. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, wissen wir, dass das Spiel gibt, wir wissen jetzt, wie es aussieht, wir wissen jetzt, was wir hier machen, wir sehen, wie es gelaufen ist. Soweit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich haue hier einen Stempel drauf, schiebe es ins Infractor Games Archiv und ich wandere weiter ins nächste Game. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis bald. Tschüss.